Ja, schönen guten Abend, vielen Dank. Ja, Minimalziel erreicht, einen Punkt hier mitzunehmen. Nach dem Spielverlauf, erste Halbzeit für mich schwierig zu erklären, ähnlich wie das letzte Heimspiel. Muss sagen, dass wir natürlich auch erste Halbzeit zwei gute Chancen auch hatten. Piatek trotzdem einfach zu einfach dann die Gegentore bekommen, die Räume zu offen lassen, nach dem Diagonalball da einfach nicht richtig schließen, das gut, nicht gut verteidigen und dann nach 9 Minuten schon 0-2 hinten vor der Halbzeit dann das 3-0 noch zu bekommen, das ist einfach schwer zu erklären. Dann in der Halbzeitpause haben wir zwei Wechsel vollzogen, aber was noch viel wichtiger war, war einfach, dass die Jungs miteinander kommuniziert haben, dass Thomas Kraft dann nochmal einen Impuls freigesetzt hat, einen Appell an die Mannschaft gerichtet hat. Großen Respekt auch davor, hat gefruchtet. Zweite Halbzeit dann ein anderes Gesicht gezeigt. Ich glaube, es war wichtig, dann den Anschlusstreffer zu erzielen, um dann nochmal Energie freizusetzen, Gegner auch ein Stück weit zu beeindrucken. Und ja, muss sagen, nach dem 0-5 zu Hause, dann 0-3 zur Halbzeit, so zurückzukommen, ist schon Wahnsinn. Sieht man, was im Fußball dann auch immer irgendwo möglich ist. Und ja, wir nehmen den Punkt jetzt auf jeden Fall gerne mit. Matthäus mit dem Pfostenschuss fast noch das vierte Tor erzielt, wo wir dann Quäntchen Glück vielleicht sogar noch 3 Punkte hier mitnehmen. Aber was wir unterm Strich halt mitnehmen, ist die Moral, die die Mannschaft dann zweite Halbzeit gezeigt hat. Genau, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen an den Gästetrainer? Eine Frage hier vorne, das Mikro kommt. Einen Moment bitte. In der Phase vor dem 1:3 hat Matheus Cunha sehr mit sich, mit seinen Mitspielern, mit den Schiedsrichtern gehadert, hat die gelbe Karte gesehen. Wie stark war Ihr Impuls, ihn vielleicht auszuwechseln, um ihn vor einem Platzverweis zu schützen? Und wenn es den Impuls gab, wie froh sind Sie, dem dann nicht nachgegangen zu sein? Naja, den Impuls gab es nicht, weil er sehr aktiv war, auch zweite Halbzeit viele Bälle auch gefordert hat, viele 1 gegen 1 Situationen dann auch gesucht hat, mutig war, was wir auch von den Jungs gefordert haben. Von daher war da kein Impuls, ihn auszuwechseln, aber klar haben wir dann von der Seitlinie nochmal versucht, beruhigend auf ihn einzuwirken. Gibt es weitere Fragen? Ganz hinten der Kollege von Sport1. Weiter Weg. Nuri, haben Sie schon eine Erklärung für diese erste Halbzeit? Das habe ich ja eben gerade auch schon gesagt, dass es mir unheimlich schwer fällt. Bin auch nur ein Mensch, die erste Halbzeit so zu erklären. Ja, kriegen einfach viel zu einfach die Gegentore, diagonaler Flügelwechsel, lassen den Raum zu weit auf, schließen dann nicht. Also ich kann das im Detail, muss ich mir auch nochmal angucken, analysieren, aber grundsätzlich dafür eine Erklärung zu bekommen, dass du wieder 3 Gegentore dann bekommst in der ersten Halbzeit, ist natürlich schwer. Jetzt nochmal ganz vorne, sorry. Moritz Löhr vom SED. Nuri, könnten Sie kurz erklären, warum Thomas Kraft im Tor stand und was das für die nächsten Spiele bedeutet? Ja, es war einfach auch eine Empfehlung von Scholl Petri, unserem Torwarttrainer, der die beiden schon über Jahre auch begleitet und dann die Empfehlung an uns herangetragen hat und wir es gemeinsam dann so entschieden haben. Ja, wird man sehen. Also, wir werden das jetzt nochmal besprechen, Spiel analysieren und dann auch wieder eine Entscheidung treffen. Wunderbar, jetzt sehe ich keine Handzeichen mehr. Dann vielen Dank, Alexander Nurin. Dann unser Trainer das Wort, Uwe Rösler, bitte. Guten Abend. Erste Halbzeit. Sehr gut angefangen. Richtig, so wie wir eigentlich alle 5 Spiele, seitdem ich hier bin, angefangen haben, richtig gut umgesetzt, was wir geplant haben. Gegen die Viererkette viele Seitenwechsel zu spielen. Hat noch eine gute Struktur hinterm Ball und war natürlich auch sehr effektiv. Die 2 Chancen, die Hertha hatte, haben wir Hertha geschenkt,
hat Hertha nicht rausgespielt, haben wir Hertha geschenkt. Hatten da in dieser Phase ein bisschen Glück gehabt. Was wir dann in der 64. Minute nicht hatten. Wir haben uns geschworen zur Halbzeit, trotz der 3-0-Führung, sehr kompakt und sehr aggressiv die ersten 15 Minuten zu spielen, um nichts zuzulassen. Ich hatte eigentlich nie das Gefühl, in diesen ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, dass wir ein Tor bekommen können. Dann kommt dieser unglückliche Moment und danach haben wir eindeutig Nerven gezeigt. Und Hertha hat das sehr, sehr gut gemacht mit ihren individuellen Spielern. Die Auswechslung hat Hertha geholfen. Und wir haben dann es wiederum nicht geschafft, unser Spiel über 90 Minuten durchzuziehen. Also das Ergebnis fühlt sich wie eine Niederlage an. Und ich habe zu den Spielern gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass dieser Moment nicht der defining Moment für unsere Saison ist. Dass wir uns, heute habe ich keine Ansprache in der Kabine gehalten, was ich normal mache nach dem Spiel. Ich glaube, das war das Beste für alle Beteiligten, das Spiel ohne Emotionen in Ruhe aufzuarbeiten. Und morgen werden wir noch einen Hangover haben, da bin ich mir sicher. Am Sonntag geht's voll in Richtung Saarbrücken.